So, da sind wir. Sind wir durchgekommen. Sind wir jetzt in der Vollversion richtig angelangt. Bisher war nur eine Demo-Version Geplänkel. Ja, und jetzt haben wir etwas, was völlig blind ist. Also ab jetzt bin ich völlig blind hier im Let's Play. Ab hier an ging die Demo-Version nicht mehr weiter. Mal. Man kann das Schloss von hier aus sehen. Imposant. Im Hintern Kies im Arsch Geröll oder was? Ob der König wohl zu Hause ist? Ich habe noch nie einen König getroffen. Einen Fürst, hehe. Und der läuft mit dir mit. Zeigen wir, was wir drauf haben. Das ist so toll. Was haben wir da? Wo entlang? Schalter, Spielscheine. Spielscheine brauchen wir nicht. Schalter. Was auch immer das ist. Weiter. Den Weg entlang. Haben wir genug HP-Bananen? Naja, notfalls glaubst du was, Spini. Kennen wir ja aus den, Kämpfen. Oh, ein Schalter. Was haben wir denn hier? Spini hat einen eigenartigen Schalter entdeckt. Das könnte eine Falle sein. Na gut, betätigen wir sie. Das ist eine Falle. Oh, oh, was los? Okay. Der geheime Pfad öffnet sich. Ich will aber nicht zum geheimen Pfad, ich will zum Schloss. Hurra! Okay, komme ich trotzdem zum Schloss oder muss ich jetzt den geheimen Pfad nehmen? Was? Feinde, hier, am Schloss. Blitz. Blick, die macht sie alle. Das ging schnell. Nicht übel, was? Ja! Zack, zack, das ging sehr, sehr schnell. Geschafft. Wir sind mittlerweile ein starkes Team. Das kriegen wir hin. So viel dazu. Und weiter geht's. Uns wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden, bis zum Schloss zu gelangen. Ein Blick, die zwei Knoblauch gegessen. Das könnte gut sein. Ich weiß nicht, aber... Kommt vor... Ich esse zwar keinen Knoblauch, aber alle anderen tun es, glaube ich, in der Regel sehr gerne. Wenn ich mich nicht irre. Dann müssten wir sie mal fragen, oder? Ob sie Knoblauch gegessen hat. Stinkt wohl scheinbar aus dem Mund. Da bricht die glatt in Heulen aus. Dann stell dich mal in die Ruhezone, dann kannst du dich mal abregen. So, Banshee Nummer 2 wird von mir mit einem Sprunghieb gewackt. Mir ist gerade kein besseres Wort eingefallen. Anglizismus. Blackie wieder mit in den Kampf. Angriff auf Cumulus. Eine Regenwolke. Eine Ronald-Regenwolke. Der flach, der Witz. Und weiter geht's. So ein Glück. Level Up für Zwergi. Perfekt. Level Up für Greenie. Noch perfekter. Banshee-Tränen. Können wir trinken. Wir trinken Tränen. Ist das nicht grausam? Du hast ein Gasthaus entdeckt. Auch schön. Du wolltest zwar eigentlich das Schloss entdecken, aber so geht's auch. Nächste Beziehung. Na denn. Bekannte sind wir schon. Kümmern gelernt. Ich muss mal wieder die Zimmer tauschen, weil ich will mich auch mal mit Greenie noch ein bisschen befreunden. Ich muss nicht immer nur mit Blackie 2 direkt loslegen. Training, hurra! Training! Muskelstärke! Was? Bekannte, sofort wieder ein neues. Und die so,
Und mein nächster Trick, ich werde jetzt Zwergi imitieren. Was? Casa Daimino. Haha, fast wie echt. Na, die lästern da über mich. Hinter meinem Rücken lästern. Das ist nie so toll. Wenn dann hier ins Gesicht. Lästern. Lästern geht eigentlich nur über. Was? Was passiert da? Hat da jemand meinen Namen gesagt? Zwergi wird zum Stalker. Und nebenbei, ich lasse sie auch alle verhungern. Ich gebe denen einfach nichts mehr zu essen. Naja, was soll es? Sollen kämpfen und nicht essen. Zwergi tut's nicht weh, wenn er mal ein bisschen weniger isst. Boah, Greenie, dem tut's schon weh. Der kriegt sowieso nichts zu essen. Naja, egal. Was soll es? Greenie bekommt eh nichts zu essen ab. Auch wenn die mir was essen, bekommt Greenie nichts ab. Oh, was da passiert? Sprunghieb auf die hier. Banshee Nummer A. Nummer A natürlich. A ist nicht etwa ein Buchstabe oder sowas. Ich jetzt aber. Was soll's? Und wer fängt denn hier gleich an zu heulen? Nicht lustig. Greenie heult doch in seiner Ecke. Dann soll er doch mal heulen. Mickey ist dran. Blitz. Zwei erledigt auf einen Schlag. Wenn das mal nicht Spitzenklasse ist. Angriff auf Banshee B. Perfekt. Das hätten wir. Schon vorbei. Level up für Blacky. Breite Harmonie gelernt. Verbreite die Liebe und besänftige die Ärger deines Feindes. Na denn. Und weiter geht's. Halt mal die Luft an. Länger kann ich die Luft nicht anhalten. Man sagt doch nicht sowas, dass ich einfach die Luft anhalten muss. Das kommt davon. So, vorsichtig. Ich beschütze Becky die zweite. Nicht wirklich, naja. Unbeschützend kann man das wohl nicht nennen. So, erledigt. Das ging sehr schnell. Und juhu, weiter hier jetzt. Ein paar Goldmünzen. Und voran, ich fühle mich spitze, sagt Blacky. Das sagst du jetzt, Blacky, zweite. Ein Gasthaus gefunden. Das müssen wir gleich nochmal machen. Wo sind wir denn da? Ein Schloss anfangs. Oha. Ah, da ist wieder Zombie. Der treue Wächter. Treuer Soldat, Zombie. Was hast du zu sagen? Dies ist das Schloss von König Drache. Oha. Der ist unser König. Na toll. Er legt Wert auf tadelloses Benehmen. Verstanden? Fauler Soldat Paluten. Der König juckt den ganzen Tag lang nicht auf zu futtern. In Friedenszeiten hat er dafür ja auch genug Zeit. Kurz mal rausspaziert und wieder rein. So, dann wollen wir mal nicht eine Audienz abstatten. Willkommen, Abenteurer! Ha! Was passiert denn da? König Drache! Welchem Umstand verdanken wir die Ehre? Der dunkle Fürst hat die Stadt anfangs überfallen. Und dieser Schurke hat die Gesichter der Leute gestohlen, sagst du? Pff, so was Lächerliches haben wir. Wusch. Hilfe. Mmh.
Das Gesicht des Königs wurde geklaut. Es ist im Wirrwald. Rette den König. Eine nächste Quest. Retten wir ihn mal. Er ist ja schließlich unser König. Ich bin scheinbar sein Ritter. Na toll. Worauf habe ich mich da eingelassen? Königsträger GLP. Ganz schön anstrengend, meine Arbeit. Man muss immer in Form bleiben. Sonst gibt es schnell Rückenschmerzen. Königsträger Maudado. Ich habe eine schwere Aufgabe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich trage den König umher, egal wie viel er gefuttert hat. Tja. Und der ist ganz schön breit. Ja, ich weiß, wo er ist. Er kann nicht mehr reden. Ich frage mich, ob das nicht vielleicht sogar besser ist. Kannst derzeit nicht eintreten. Okay. Ich halt wieder. Am Marsch. Wir müssen den König Drache retten. Alles prima. Ganz schön enthusiastisch. Wird er schaffen. Das kriegen wir gebacken. Hab jemand an. Sind sowas von lecker. Sie sind schön und weich. Sie sind süß und doch nicht zu süß. Ich könnte eine ganze Badewanne von HP-Bananen verputzen. Weiter geht's. Mein Bauch kneift. Alles in Ordnung. Diesen Kampf hier. Alles in Ordnung. Maulwurf. Dann mal einen Maulwurfen. Was geht mit dem? Kennt ihr den Maulwurfen? Der ist nice. Maulwurfen. Mit Karten. Luke, ich bin dein Vater. Nee. Nicht gut. Maulwurfen. Ja, das ist nice. Wenn ihr es nicht kennt, sucht mal danach auf YouTube. Gibt es bestimmt irgendwo. So, Maulwurfen ist schon besiegt. Der lispelnde Maulwurf. Sprachfehler. Casa de Mino. Juhu. Banshee-Tränen. Maulwurfskacke gibt's nicht. Ja. Ha! Blacky 2 hat eine Flasche gefunden. Trink aus. Was? Hat Flasche weggefunden? Ist auch gut so, weil er weiß, was da drin ist. Ich habe sie damals ausgetrunken, aber was soll es? Auf! Kämpfe finden hier statt. Noch mehr Maulwurfens. Das kriegen wir hin. Wir sind ein starkes Team. Oh, Gini verteilt hier Schläge von allen Seiten. Da geht's ordentlich hin. Das ist unser stärkstes Teammitglied hier. Neue Technik. Schönheitsschlaf. Was soll das bringen? Hypnotisiert sie jetzt. Okay. Hypnotisiert jetzt nicht so. Alles klar. Und ist selbst erledigt. Na dann ab mit in die Ruhezone. Das wäre jetzt nicht gerade sehr hilfreich. So, auf wen attackiere ich? Maulwurfen. Den attackiere ich. Zack. Oha, das sieht schlecht aus. Das gefällt mir nicht. Okay, Gwini heilt sich wieder selbst. Blacky ist noch gefährdet, liegt noch in der Ruhezone. Zack. Maulwurfen wirft mit Steinen. Das finde ich nicht so heftig. So, Blacky mal wieder hierher. Du sollst weiterkämpfen. Wir brauchen dich. Nicht Greeny angreifen. Der ist unser stärkster Mann. Nix da. Verträumt. Zwergi ist mal wieder typisch hier. Dass du mal wieder verträumt bist. Naja. Hauptsache, er greift überhaupt an. Wie ich schon oft gesagt habe. Zugabe. Für wen? Für mich? Ach. So ein Mist. Hatte gedacht, er ist verträumt. Kann ja sein, man hätte den anderen geschlagen. Die Maulwurfen.
Greeny nimmt HP-Banane. Okay. Ich weiß nicht, ob das so weise ist. Erste nette Aktion. Beschützen. Beschützen wen? Achso, mich hat sie beschützt. Das hätte nicht sein müssen. Ruhe, Schlaf. Schönheitsschlaf. Ja. Nützliche Attacke, aber... Das ist jetzt immer so, dass sie alle einsetzen. Und ich kann nur meinen eigenen Charakter benutzen. Alle anderen kämpfen für sich selbst. Das ist eigentlich mies, aber was soll's. Vorbei? Was? Ich kann verfehlen. Ich haben was geschafft. Ich habe mal wieder ein bisschen geheilt mit den HP-Steuer. So, ich hau mal den kaputt. Haben wir nur noch die Maulwürfe. Müssen wir uns auf die konzentrieren. Zack. Ah, die nerven so extrem, diese Maulwürfe. Können die sich mal verpissen. Verdünnisiert euch, ihr Maulwürfe. So, jetzt Screen in der Ruhezone. Das ist eigentlich nicht gut, weil er ist der stärkste Kämpfer. Was vorbei? Ah, ist das ein Zählkampf hier. Verträumt. Hoffentlich nicht ins Leere. Super! Das hat doch was gebracht. 98 haben wir schon. Oha! Haben wir bald die 100. Kriegen wir wieder eine Erweiterung. Nice! Blick hat's gemacht. Siegreich. So, ordentlich war dieser Kampf. Hurra! Dann mal weiter. Ein Gasthaus. Zeit, Pause zu machen. Wird Zeit, den Part zu beenden. Gute Bekannte, Hilfen gelernt. Ja, das kommt genau zur richtigen Zeit. Ja, ich möchte mal genug für heute sagen. Für diesen Part reicht es jetzt erstmal. Ich sag, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Gehabt euch wohl. Teilt dieses Video an alle eure Bekannten, Verwandte und Freunde weiter, damit sie es auch genießen können. Ansonsten haut ran. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.